Hallo zusammen zu meinem neuen Format. Hör mal, was da rollt. Mein Wochenrückblick. Am Montag ist Narani Bueb zu mir gekommen. Sie ist eine aufstrebende Rollstuhltennisspielerin. Und das Interview tun wir jetzt bearbeiten und schneiden. Am Mittwoch ist der Edgar Hagen, also sie antrifft mit dem Edgar Hagen, erschienen. Das kann man immer noch schauen, als Podcast oder als Video. Und weitere Jahntrifte werden jeden Mittwoch erscheinen. Ich habe, glaube ich, jetzt etwa 10 vorbereitet. Also da habe ich jetzt sehr genug für euch und was mich freut. Und weitere Interviews werden auch aufgenommen. Also da auf dieser Front müsst ihr keine Angst haben. Und am Freitag ist das Kleintheater von Luzern zu mir gekommen zum Podcast, also ein reiner Podcast. Das gibt es jetzt neuerweise auch. Der Podcast wird wahrscheinlich, voraussichtlich, am Freitag in einer Woche erscheinen. Und am Samstag bin ich zum Beat, also gestern. Und dann haben wir einfach mal in der Freundezeit genossen, aber das mal in Einsiedeln, was auch sehr schön war. Ja, zu meiner Sommerferien noch zu sagen ist, ich konnte wirklich eine Ferien machen, aber habe gleich vorproduziert. Also alle Jahre trifft, die ich jetzt dann gesehen habe, sind viele in der Sommerferien entstanden. Und da habe ich noch viel brainstormt und auch gewisse Ideen gerade umgesetzt. Es wird einen neuen Computer geben, jetzt dann, wo ich dann wirklich noch verschneiden brauche, mit dem Final Cut. Ich werde mich dort ein bisschen auseinandersetzen mit einem neuen Schneidprogramm. Und ja, auch gewisse andere Projekte sind am Anreissen. Und ja, es wird mir auch nicht langweilig. Und auch schon für nächstes Jahr habe ich Interviews fixiert, was sehr komisch ist, dass ich eigentlich durch die andere Welt immer in die Zukunft blicke. Aber das macht mir immer wieder sehr viel Spass. Wie war eure Zeit in der Sommerferien? Lasst mich teilhaben. Und ja, das wäre jetzt die erste Folge von Hör mal, was da rollt. Ich hoffe, euch gefällt's. Weil das Format ist ja entstanden durch mein Corona-Tagebuch. Und da habe ich jetzt einfach gedacht, ich mache einen Wochenrückblick. Wenn ich etwas zu erzählen habe, wird das jetzt jeden Sonntag so gegen 11, 12 erscheinen. Und ja, das ist jetzt mal der erste Versuch. Gib ihm Feedback und habe Sorge, bleibe fresh und tschüss zusammen!